Der FC Schalke 04 ist die beste Mannschaft der Bundesliga. Moment. Der FC Bayern München ist die beste Mannschaft der Fußball-Bundesliga. Und in diesem Video lassen wir den FC Bayern gegen eine Bundesliga-Allstars-Mannschaft antreten. Vertreten wir diese Mannschaft von Borussia Dortmund. Und ihr seht schon, Patrick Schick, Christopher Nkunku oder Kevin Trapp, auch Spieler von anderen Mannschaften sind dabei, die besten Spieler der Bundesliga, abgesehen von denen, die beim FC Bayern spielen. Und diese beiden Teams werden jetzt in 5 Challenges gegeneinander antreten. Und am Ende des Videos wissen wir, wer die bessere Mannschaft ist. Schreibt deinen Tipp jetzt gerne unten in die Kommentare. Und hey! Nicht schummeln. Für Challenge Nummer 1 spielen wir eine komplette Bundesliga-Saison. Wir haben also eine Bundesliga-Saison simuliert und sehen jetzt, wer besser abgeschnitten hat. Die Saison ist durch und Schalke ist als letzter abgestiegen. Aber gut, darum geht's nicht. Allstars oder FC Bayern, wer hat den Ligatitel geholt? Oh, sie sind auf Platz 1 und 2. Jetzt ist es spannend. Und Bayern auf Platz 2. Borussia Dortmund, die Bundesliga Allstars, haben die Meisterschaft geholt und holen den ersten Punkt in diesem Battle. Hui, gleich mal eine saftige Überraschung zum Start und wir verlieren keine Zeit und gehen rein in Challenge Nummer 2. Ich leg den Controller aus der Hand und wir lassen die beiden Mannschaften in einem Spiel gegeneinander antreten. Gucken wir mal, ob die Bundesliga Allstars ihre Leistung aus der Saison jetzt bestätigen können. Nkunku, der macht Wirbel. Patrick Schick, das ist die Traumkombi. Patrick Schick, die Allstars setzen sich fest. Nkunku mit der ersten Chance. Aha, zeigt sich der FC Bayern da etwa beeindruckt von der starken Leistung der Allstars? Kleimer, der hat da viel Rasen vor sich. Viel Grün. Viel Grün. Und was macht er draus? Patrick Schick, schieß doch, Junge. Schieß doch. Ah, zu lang gezögert. Aber Fazit der ersten 10 Minuten, die Bundesliga Allstars sind hier die spielbestimmende Mannschaft. Sadio Mané ist in der Abschlussposition, schießt. Und Kevin Trapp kann sich zum ersten Mal auszeichnen und macht einen Freudensprung. Müller, come on. Come on. Come on. Und wieder Trapp. Der rettet den Bundesliga Allstars hier den Allerwertesten. Bellingham mit dem Ball auf Schick. Patrick Schick nimmt Diaby mit. Da muss doch jetzt was gehen. Diaby immer noch am Ball. Gefährlich, gefährlich. Diaby, trickst die alle aus. Ball in die Mitte. Nee, Diaby muss auch am Abspielen. Okay, Diaby verkackt's. Gnabry mit dem Lauf auf Coman. Der kommt hier hinten durch. Und er läuft, hinterläuft gut. Und Abschluss. Oh, Trapp geschlagen, aber Süle kann klären. Hui. Die geben sich da ein Battle im Strafraum. Oh, so ein schlechter Pass. Oh, der kommt sogar an. Der kommt sogar an. Von wegen schlechter Pass. Oh, fast das 1:0 hier. Diaby über außen. Zieht in die Mitte. Abschluss. Nope. Abschluss. Patrick Schick. Nope. Nimmt den Nkunku mit. Nope. Nkunku. Nope. Nkunku. Ja, da muss doch immer jemand abschließen, Junge. Expected Goals 0,3 zu 0,4. Ja, sieht man, wie spannend die erste Halbzeit war. Mané, wer macht das erste? Oh, Frimpong saved hier im Ernstfall. Oh, Freistoß für den FC Bayern in aussichtsreicher Position. Jetzt kann es mal richtig gefährlich werden. Sadio Mané legt sich den Ball zurecht, zieht ab und... Nee, Fake-Schuss und come on, der macht den aber sowas von schön in den Knick. Wahnsinns-Freistoß und der FC Bayern führt in der 60. Minute mit 1:0. Guck mal nochmal, oh, ein Schuss wie ein Gemälde, Freunde. Mané, können die Bayern gleich nochmal nachlegen. Come on, der hat sträflich viel Platz. Du glaubst, Coman hat hier nochmal getroffen? Nee, er hat verkackt. Ich bin ein Schlecke-Mäulchen. Ja, aber eben kein Treffer-Mäulchen. Oh Gott, war der schlecht. Angelino muss die Flanke bringen. Muss die Flanke bringen, bringt die Flanke und... Neuer! Ja, knapp 10 Minuten bleiben in Bundesliga ist das noch. Da muss noch was gehen. Leimer, jetzt vielleicht. Leimer! Nee. 3 Minuten noch und es gibt nochmal Eckball. Reus? Nee. Und die FC Bayern gewinnt knapp aber doch mit 1:0. Und daher steht es jetzt 1:1. Es bleibt also vor Challenge Nummer 3 weiterhin spannend. Und jetzt packen wir beide Mannschaften in eine Champions League Saison. Der FC Bayern bekommt es mit dem FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew in der Champions League zu tun. Und die Bundesliga Allstars mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul. Sicher die leichtere Gruppe. Und die Regeln sind ganz einfach. Wer in der Champions League weiterkommt, bekommt den Punkt. Der Moment der Wahrheit ist gekommen, Freunde. Wer ist weitergekommen? Die Bundesliga Allstars oder der FC Bayern? Im Finale ist schon mal keiner von den beiden. Halbfinale. Auch keiner. Viertelfinale. Auch keiner. Okay, aber die sind doch wohl nicht in der Gruppenphase ausgeschieden. Dortmund hier. Die Bundesliga Allstars und der FC Bayern, beide im Achtelfinale, aber beide ausgeschieden. Junge, was ist da denn los? Bayern, Erster in der Gruppe und auch die Bundesliga Allstars, Erster in der Gruppe gewesen. Aber gut, dann gibt's hier für keinen einen Punkt und es steht weiterhin 1:1. Also müssen die letzten beiden Challenges... Und für Challenge Nummer 4 gehen wir in Volta Football und spielen... Futsal. Dann gucken wir mal, es geht hier um viel, denn wer diese Challenge gewinnt, hat einen großen Vorteil. Für die letzte Challenge. Oh, was ist das für ein Fehlpass? Und Trapp ist aus dem Kasten raus. Trapp ist aus dem Kasten raus, aber der FC Bayern nutzt das nicht. Musiala ist wütend und Hummels macht den Konter schnell. Hummels auf der Seite. Muss in die Mitte spielen zu Nkunku und der macht ihn nicht. Scheitert an Manuel Neuer.
Konter. Schick. Oh, warum? Da kann Nkunku doch noch Meter machen. Super Meccano. Und wieder ist es Kevin Trapp. Die Torhüter entscheiden ja dieses Spiel bislang. Kimmich. Oh, die Großchance für Nkunku. Musiala. Musiala, Mané. Oh, das ist ein Weltklasse-Safe. Ja, Freunde, Bayern ist gefühlt näher am Tor dran, aber das muss hier natürlich überhaupt nichts heißen. Frimpong, Frimpong. Jetzt hat er Großplan. Oh, Neuer, der Kraken. Oh, Kopfball. Neuer schon wieder. Zwei so dicke Chancen, die musst du dann auch machen. Eine Minute noch zu spielen. Ich sag's euch, der Ausgang des Spiels ist offener als die Schalker Abwehr, Freunde. Super, echt super. Oh, das war nix. Hummels. Jetzt. Oh, wieder nicht. Wieder ist es Manuel Neuer. Und jetzt der schnelle Konter der Bayern vielleicht. Musiala. Musiala. Oh, was ist das für ein Pass? Ja, da entschuldigt er sich. Das ist auch notwendig. Freunde, geht das hier wirklich 0-0 aus? 10 Sekunden noch auf der Uhr. Frimpong. Schick. Nkunku. Schick. Nkunku. Ein Angriff noch. Ein Schuss noch. Nee. Gut, Freunde, dann geht's für diesen Punkt einfach ins Wolter-Elfmeterschießen. Und der erste ist Sadio Mané gegen Kevin Trapp und der schießt den ins kleine Tor. Und Kevin Trapp springt da am Tor daneben vorbei. Hummels gegen Neuer. Die Ex-Kollegen. Und Neuer hält. Neuer hält einfach den Fuß hin. Die Bayern haben den Vorteil und der schießt noch den Ball weg. Junge, was war denn das? Musiala, oben links. Oben links. Nee, oben rechts. Trapp kann den nicht halten. Und jetzt ist schon Druck am Kessel. Nkunku muss treffen, ansonsten gewinnt Bayern diesen Punkt. Und Nkunku. Sicher in die Mitte. Und Trapp muss jetzt halten. Gegen Neuer. Torhüter gegen Torhüter. Kann er halten? Nee. Manuel Neuer macht den Punkt für den FC Bayern. 2-1 für die Bayern. Für die letzte und alles entscheidende Challenge geht's in ein reguläres Elfmeterschießen. Gewinnt Team Bayern, haben sie die Challenge gewonnen. Aber gewinnt die Bundesliga Allstars, können sie noch ausgleichen. Mané mit dem ersten Tor für die Bayern. Kevin Trapp sinkt zu Boden, ist chancenlos. Marco Reus gegen Manuel Neuer. Das ewige Duell. Oh, der setzt ihn da oben genau in den Knick. 1-1 nach 12 Metern. Kingsley Coman unten links. Unten rechts. Unten rechts und Kevin Trapp ist da. Vorteil für die Bundesliga Allstars. Mats Hummels, aber Manuel Neuer saved ihn. Ausgeglichen wieder. Thomas Müller, ganz sicherer Schütze. Unten links verliert ihn. Und jetzt Christopher Nkunku, der beste Spieler im Team der Bundesliga Allstars. Und der vergibt. Gnabry kann für die Bayern jetzt ganz, ganz ein wichtiges Tor machen. 3-1. Und jetzt ist Druck drauf, denn Patrick Schick muss treffen. Ansonsten ist der FC Bayern der Sieger dieser Challenge. Und Schick, ja, Manuel Neuer springt sehr, sehr früh. Und Schick trifft ihn ganz souverän. Und jetzt, Alphonso Davies hat den Matchball für die Bayern auf dem Schlappen. Davies gegen Trapp. Davies macht's. Und der FC Bayern gewinnt gegen die Bundesliga Allstars. Es ist also bewiesen, der FC Bayern ist besser als alle anderen Bundesligisten zusammen. Und wenn dir diese Challenge gefallen hat, dann wird dir sicherlich auch diese Challenge gefallen. Also hier klicken und angucken.